Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Guter Schlaf ist uns sehr wichtig, gerade wenn wir auf Tour sind, auch wenn wir länger auf Tour sind. Und deswegen stellen wir euch heute ein neues Produkt vor, und zwar von Thermarest, die neue Isomatte, die Neo Air X-Lite Next. Ein langer Name, und was sich dahinter verbirgt und wie uns die Matte gefallen hat, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! So, und bevor es jetzt mit unserem Review losgeht, die Matte wurde uns für diesen Test zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist alles das, was wir hier in dem Video sagen, nicht bezahlt. Das ist immer unsere persönliche Meinung. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in die Verpackung. Das ist die Isomatte, fertig verpackt. Was ist noch dabei? Eine kurze Anleitung und ein paar Reparaturflicken. So, ein Packsack ist dabei, den tue ich jetzt auch zur Seite. Und jetzt die Matte. Räumen wir die aus, und was hier dabei ist, zeige ich auch gleich. So, das ist die Matte. So sieht sie aus, wenn sie noch nicht aufgepumpt ist. Und jetzt werden wir sie mal aufblasen. Was man dafür braucht, ist ein Pumpsack, heißt das ganze Ding. Das ist dieser graue, der wird mit allen neuen Matten hier mitgeliefert. Vorne gibt es einen kleinen Verschluss, und den stecke ich drauf auf das Ventil, und dann wird damit die Matte aufgeblasen. Man bläst einfach einmal so rein, dann ist dieser Sack hier offen, und jetzt kann ich den hier so zuhalten mit einer Hand und komprimiere das Ganze, und dann dauert es ein paar Mal, bis dann hier das Ganze voll ist. So, jetzt habe ich sie aufgeblasen. Das geht eben mit diesem Pumpsack ganz gut. Schauen wir uns hier eine Besonderheit jetzt an von der neuen Matte oder von all den neuen Matten jetzt bei Thermarest. Und zwar ist es dieses neue Wingflex-Ventil, nennen die das. Das hat den Vorteil, wenn ich diesen Pumpsack hier aufstecke, ist das Ventil, so wie es jetzt ist, geschlossen. Ich kann hier voll pumpen und die Luft geht nicht mehr raus, während ich da reinblase. Das ist eine feine Sache. Also man könnte es auch mit dem Mund aufblasen, würde ich aber nicht machen, einfach um keine Atemluft, keine Feuchte reinzubringen. Das Interessante ist, wenn die Matte jetzt aufgepumpt ist, so wie hier, und ich mich drauflege, ist es ganz wichtig, dass man erstmal den Luftdruck anpasst, sodass es angenehm ist. Und das kann man machen, auch im Liegen, indem man dieses Ventil hier öffnet. Das zeige ich nur einmal. Ich mache das jetzt hier auf, und dann kann ich hier langsam, wenn ich jetzt hier ganz aufdrehe, langsam ein bisschen Luft ablassen. Das ist eine feine Sache, dass man es richtig schön ans eigene Körpergewicht anpassen kann. Ja, jetzt vielleicht mal ein paar technische Daten von der ganzen Matte. Also, die ist 1,83 Meter ungefähr lang, 51 breit, wenn man das so sieht, also nicht allzu breit. Das ist das Modell in der Größe Regular. Und sie ist 7,6 cm dick. Das ist etwas dicker als die Vorgängerversion. Und was ebenfalls nochmal verbessert wurde, verglichen mit der Vorgängerversion, ist der R-Wert. Das heißt, wie viel Wärme da abfließen kann, bzw. nicht abfließen kann. Das ist nämlich ganz entscheidend, wenn man draußen schläft und gerade der Untergrund kalt ist, bei kühler Jahreszeit, dass die Wärme, die Körperwärme nicht an den Boden abfließen kann. Der ist also etwas höher geworden. Thermarest gibt an, dass es eine Ganzjahresmatte ist mit diesem R-Wert, sprich, dass man sogar im Winter mitschlafen kann. Haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Wir haben es von kühl bis warm und wieder kühl, also von Frühjahr bis Herbst probiert, aber eben noch nicht im Winter. Eine weitere Besonderheit, also diese Matte lässt sich sehr klein zusammenpacken. Ihr habt dieses winzige Packmaß am Anfang gesehen, und ich zeige es zum Schluss nochmal im Vergleich mit ein paar anderen Matten. Das ist extrem klein und sie ist auch sehr leicht. Die Matte wiegt, so wie sie hier ist, in dieser Größe Regular, gerade mal 350 Gramm. Allerdings ist das nur die Matte ohne Zubehör. Fairerweise muss man sagen, was wir immer mitnehmen würden, ist natürlich dieser Pumpsack und auch der Packsack. Also der Packsack ist ja wirklich winzig klein. Und als letztes ebenfalls das Flickenset. Das würden wir auch immer mit dazu nehmen. Wenn man das jetzt mit dazu rechnet, sind wir nicht mehr bei 350 Gramm, sondern ungefähr bei 450 Gramm. Weiterhin ist uns hier wichtig, oder ja, bei der Matte, dass die robust ist. Und das soll die auch sein. Können wir jetzt noch nicht testen oder nichts dazu sagen. Wir haben sie zu wenig im Einsatz gehabt, um ein Langzeit-Review hier zu geben. Wir wissen allerdings von der Vorgängerversion, dass sie wirklich relativ robust ist, auch wenn sie sich fein anfühlt vom Material. Sie hat kein Loch gehabt nach einem Jahr Einsatz, also das Vorgängermodell. Und wir erwarten hier, dass es sich genauso verhält. Was für uns immer spannend ist, ist ein Vergleich zu anderen Matten. Und jetzt
zeige ich euch noch mal drei andere Matten hier, alle von Thermarest und fast alle auch in der gleichen Größe, nämlich in der Größe Regular, dass wir so ein bisschen den Unterschied sehen können. Also das ist die Verpackung von dieser hier. Die ist ein bisschen kleiner noch als die zweitkleinste, die ihr hier seht. Das ist das Vorgängermodell von Judith. Das ist allerdings die Größe Large. Und Large ist von der Verpackung her etwas größer als jetzt diese hier. Ich blende ein Foto ein, dann seht ihr das jetzt nochmal direkt im Vergleich. Das ist also das Vorgängermodell in Größe Large. Die ist 1,96 Meter lang und 64 cm breit. Sprich, ein paar Zentimeter länger und auch nochmal breiter. Allerdings ist sie minimal dünner. Nächste Modell, das ist hier meine älteste Matte, die ich im Einsatz hatte von Thermarest. Das ist die ProLite. Die ist genauso groß oder annähernd genauso groß wie diese hier. Die sehen wir uns nachher nochmal ausgepackt an. Vom Packmaß her seht ihr eins, wenn ich diese beiden jetzt hier miteinander vergleiche, ja, selbst diese größere Matte ist immer noch vom Packmaß her kleiner als die und ein paar Gramm leichter ist sie auch. Das ist die Trail Pro, allerdings nicht die ganz aktuelle Version, sondern auch schon ein paar Jahre alt. Die ist auch in Größe Regular und jetzt sieht man schon ein bisschen den Größenvergleich. Das wirkt schon riesig verglichen mit der hier. Trotzdem von der Größe her, diese hier ist annähernd gleich groß wie die hier, also auch 1,83 x 51. Der Hauptunterschied ist jetzt diese Matte, genauso wie die ProLite. Das sind Schaumstoffmatten, also hier im Schaumstoffkern. Die sind von Schlafkomfort ein bisschen anders. Was ihr jetzt hier seht, sind zwei Matten im Vergleich, nämlich die ich gerade vorgestellt habe. Die neue NeoAir X-Lite Next, sprich die aktuelle Version von 2023. Und das ist die Vorgängerversion, die schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Ihr seht vor allen Dingen eins, die ist ein bisschen größer, die etwas ältere Variante, weil das ist die Large. Also diese neue Matte gibt es ebenfalls in der Größe. Das ist die Regular, das ist Large. Large ist ein paar Zentimeter länger, die ist 1,96, aber 64 cm breit, während diese hier nur 51 cm breit ist. Also diesen Unterschied sieht man doch sehr deutlich. Was man noch sieht, ist ein kleiner Farbunterschied. Die ältere ist etwas heller. Aber jetzt geht es ja um die inneren Werte. Die neue Matte, wenn ich die so in die Hand nehme, man hört, dass es raschelt, wenn ich auch hier so rüberfahre, vor allem wenn ich so ein bisschen bewege, das raschelt. Und jetzt mache ich das gleiche mit der älteren Variante. Jetzt hört mal genau hin. Ich denke, man hört es ganz gut. Die ältere raschelt deutlich stärker. Die neue soll ja angeblich 6-mal leiser sein. Das können wir jetzt nicht nachprüfen, wir haben ja keinen Prüfstand. Aber man hört es definitiv, das ist ein großer Vorteil. Ebenfalls wichtig, wenn es um Schlafkomfort geht, ist der Luftdruck. Wichtig ist, dass man wirklich den Luftdruck so anpasst, dass man halt nicht auf dem Boden liegt. Das ist klar, dass man aber, wenn man Unebenheiten hat, zum Beispiel ein paar Steine unten drunter, also nicht nur eine schöne Wiese wie hier, wo es schön weich ist, da spielt es keine große Rolle und es ist auch schön eben. Also wenn es ein bisschen unebener ist, vielleicht mal auch ein paar Steine, dann kann man das sehr gut ausgleichen, indem man den Luftdruck schön anpasst, dass man wirklich weich drauf liegt. Das ist der größte Fehler, den wir gemacht haben am Anfang. Wir hatten die für die ersten Male zu stark aufgepumpt und uns gedacht, naja, irgendwie der Schlafkomfort ist jetzt nicht besser als bei den Schaumstoffmatten, also mit Schaumstoffkern. Ja, ganz einfach, wir hatten sie zu hart aufgepumpt. So, und jetzt zum angekündigten Vergleich. Ihr seht mich jetzt mit vier verschiedenen Matten, alle eben von Thermarest. Das war die erwähnte ProLite. Das ist jetzt meine älteste Matte, die ich hier im Test habe. Die ist bloß 2,5 Zentimeter dick, also sehr dünn, aber auch Größe Regular. Die nächste Matte hatte ich ja schon vorgestellt. Die NeoAir X-Lite Next, sprich die neue Version, die ist sogar ein paar Zentimeter länger. Also die gelbe ist hier länger als diese rote, wenn man das sieht. Obwohl sie angeblich laut Hersteller genau gleich breit und gleich lang ist. Dann, wie vorher schon gezeigt, die größte hier, die Large, die NeoAir X-Lite, eben die Vorgängerversion. Die ist in Large, sprich die ist ein paar Zentimeter breiter und ein bisschen länger. Und nochmal hier im Vergleich, das ist die Trail Pro. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jetzt alles verliere. Die Trail Pro auch in Regular, diese grüne Matte hier. Die ist ebenfalls eine Schaumstoff, hat einen Schaumstoffkern, genauso wie die rote Matte. Während die beiden neueren, die beiden NeoAir Matten eben ja, wie eine Luftmatratze aufgebaut sind. Ja, und damit kommen wir zum Fazit. Für wen ist diese Matte was? Also ganz klar, das ist ein Premium-Produkt. Die richtet sich an alle, die wirklich Wert darauf legen, absolut das geringstmögliche Packmaß zu haben, das geringstmögliche Gewicht und dabei noch eine sehr gute Wärmeleistung, einen sehr guten Airwert zu haben. Also
wer diese drei Punkte vereinen will, der ist mit dieser Matte absolut, hat ein Top-Produkt dafür. Allerdings spiegelt sich das Ganze natürlich auch im Preis wieder. Der UVP lag zu dem Zeitpunkt, als wir das Video hier gedreht haben, bei immerhin 240 Euro. Ja, damit würde ich sagen, das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus!